Eigentlich läuft derzeit bei den Bayern alles nach Plan. Würden da nicht die bei Kingsley Coman aufgetauchten Herzprobleme etwas die Stimmung trüben? Immerhin, Julian Nagelsmann gibt in der Causa Coman zumindest ein wenig Entwarnung. Das ist tatsächlich nicht so krass. Das haben mehrere Menschen, also diese zwei Reizleitungen anscheinend, es ist natürlich immer ein bisschen Unterschied, ob ich jetzt die größte Anstrengung ist, zum Kühlschrank zu gehen und mir ein kühles, helles zu holen oder Leistungssportler bin. Das ist schon mal der erste Punkt, ob sie das bemerkbar macht. Das haben schon ein paar mehr Menschen auf der Welt. Nach zwei Tagen hat unser Internist das festgestellt und dann war er im Deutschen Herzzentrum und der Eingriff ist relativ mit überschaubarem Risiko, auch wenn es krass klingt, aber du gehst da über die Leiste rein und dann wird einfach dieser Zusatzstrang verödet. Das ist für einen Herzchirurgen, glaube ich, eher ein leichtes Ding. Ansonsten strotzen die Münchner geradezu vor stetiger Harmonie. Es läuft beim Rekordmeister mit Neutrainer Julian Nagelsmann derzeit perfekt. In der Bundesliga mit 10 Punkten auf Platz 2, in der Champions League ein lockerer 3:0-Erfolg gegen Barcelona. Hinzu kommt die Unterschrift der beiden Leistungsträger Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Das macht nicht nur die Bayern-Fans froh. Für mich natürlich auch aus rein egoistischen Gesichtspunkten wichtig, dass gute Spieler da bleiben. Und da freue ich mich drüber. Doch zu perfekter Harmonie gehört ebenfalls, sich unter Kumpels die Meinung ins Gesicht zu sagen. Auch diese Tatsache macht das starke Teamgebilde der Münchner aus. Der Trainer deshalb voll des Lobes für seine Nagelsmänner. Es ist nicht so, dass sich jeder hier nur im Arm legt, sondern die geigen sich auch die Meinung, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert oder wenn einer eine Torschuss vergibt, dann wird auch mal angeschrien. Aber trotzdem haben sie danach einfach ein sehr gutes Miteinander, können sich dann die Hand drauf geben und dann ist das auch wieder in Ordnung. Die Mischung aus Harmonie und ehrlicher, konstruktiver Kritik im Team vorhanden. Auch die Rotation moderiert Julian Nagelsmann bislang gut, schafft es Missmut zu verhindern. Doch Leon Goretzka, der gegen Barcelona die vollen 90 Minuten gehen musste, soll gegen seinen Herzensklub Bochum trotzdem von Anfang an zaubern dürfen. Ich habe jetzt nicht vor, ihm morgen eine Pause zu geben. Das habe ich ihm so nicht gesagt. Ich hoffe, das spreche ich in seinem Sinne, dass er schon von Beginn an spielt und natürlich auch gegen seinen Jugendclub, glaube ich, eine gute Leistung zeigen will. Dann natürlich auch den Schwung der Vertragsverlängerung mit ins eigene Stadion nehmen. Ich glaube, das sind alles Punkte, die neben seiner Qualitäten auch dafür sprechen, ihn beginnen zu lassen. Sollte der VfL Wolfsburg am Wochenende patzen, könnten die Münchner mit einem Heimsieg gegen Bochum auch wieder die Tabellenführung der Bundesliga übernehmen. Auf das Münchner Harmoniebarometer würde somit noch mehr Arbeit warten.